Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Es ist für uns das erste Flutlichtspiel in der laufenden Meisterschaftsrunde am Freitagabend, Anstoß 19 Uhr gegen den Aufsteiger SV Meppen. Bevor wir zu dem sportlichen Teil kommen, vielleicht einige organisatorische Details. Die aktuelle Vorverkaufszahl liegt bei 4.700 Karten. Wir können feststellen, dass die Karten aktuell sehr stark gefragt sind. Beispielsweise haben wir seit gestern Abend bis heute Mittag ungefähr 500 Karten verkauft. Bedeutet, der Vorverkauf zieht deutlich an. Wir erwarten demnach ungefähr 9.500 Besucher hier in der Bentler Arena, davon bis zu 800 Gästefans. Gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass immer mehr Leute sich jetzt für die Spiele interessieren, empfehlen wir am Freitag ein möglichst frühes Erscheinen, um lange Schlangen an den Kassen zu vermeiden. Und in dem Zusammenhang gerne auch der Hinweis, dass der Vorverkauf genutzt werden kann, sowohl in den Vorverkaufsstellen als auch über den Print-at-Home-Service kurz vor Beginn des Spiels ist das auch noch möglich, sodass man damit die Tageskasse in Anführungszeichen umgehen kann. Des Weiteren der Hinweis, dass die Dauerkarte weiterhin erhältlich ist und die Rabattierung sich auf die Anzahl der noch verbleibenden Spiele orientiert. Dann ein letzter Hinweis noch zu Taschen und bzw. Rucksäcken. Diese Dinge sind erlaubt bis zu einer Größe von DIN A4, größer nicht. Und insofern bitte an alle Zuschauer darauf zu achten. Dann kommen wir zu den Dingen rund um das Spiel. Mannschaft, Situation im Team, Lage beim Trainer. Bitte, Steffen. Hallo erstmal allen. Lage im Team, ja, wie unverändert. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube schon, dass die Jungs immer mehr Frische reinbekommen, was in der letzten Zeit gefehlt hat. Wir freuen uns auf ein sehr interessantes Spiel gegen Meppen. Bei uns sieht es so aus, dass keine Verletzten da sind, die Langzeitverletzten immer mehr ins Team zurückkommen. Leo Fässer fast komplett das Mannschaftstraining bestreiten wird, wo wir hoffen, dass er am Wochenende sein erstes Spiel in der zweiten, also in der U21, über einen längeren Zeitraum machen wird, was uns dann auch weiterhilft, soweit die personelle Situation. Meppen ist ein Gegner, der, so würde ich es einschätzen, in der Liga angekommen ist, hat die letzten beiden Spiele mit guten bis sehr guten Auftritten gewonnen, einmal in Rostock und einmal in zu Hause gegen Zwickau, sehr deutlich. Es ist eine Mannschaft, die mit sehr viel Leidenschaft spielt, die sehr diszipliniert spielt, die ähnlich wie wir es auch machen möchten, sehr aggressiv im Pressing, in den Pressing-Situationen arbeitet, eine hohe Laufbereitschaft hat und die es uns sehr schwer machen wird, gegen sie Überzahlspiel zu bekommen oder eben halt auch Torchancen zu erarbeiten. Nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause, wie wir es gerade gesagt haben, erste Punktspiel unter Flutlicht, was wir natürlich genauso erfolgreich gestalten wollen wie in den letzten Spielen. Über die Art und Weise, wie gesagt, können wir über weite Strecken zufrieden sein. Haben das Erfurt-Spiel aufgearbeitet, was uns da gefallen hat und was uns da nicht gefallen hat. Und von der Warte hoffe ich, dass wir gegen Meppen die richtigen Antworten finden, dieses Spiel genauso erfolgreich gestalten zu können wie die Spiele vorher. Ja, Steffen, vielen Dank für deine erste Einschätzung. Kommen wir zu Ihren, zu euren Fragen. Bitte schön. Ja, Frank, fang du doch an. Mikro hast du in der Nähe, bitte. Ist auch an, ja. Vielleicht ein paar Infos zu Marc Vucinovic und Marc-André Kruska. Sind die auch schon wieder im Teamtraining oder wie ist der Stand der Dinge? Nein. Also die beiden, gut, jetzt habe ich gesagt, die personelle Situation hat sich, entspannt sich weiter. Was heißt entspannt sich? Ich bin im Moment, oder wir trainieren im Moment mit 24 Feldspielern. Da würden andere Vereine sich, glaube ich, darüber freuen, über die Anzahl der Spieler. Vucci hat weiter noch Probleme, da wissen wir, da haben wir gedanklich für uns im Plan, dass er nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, wenn er schmerzfrei ist, wieder anfängt zu laufen. Und André wollen wir morgen, gucken in der ersten Zeit schon mal ins Mannschaftstraining mit integrieren, das heißt sprich Erwärmung, sprich die ersten Passfolgen, dass er die schon mitmacht, um ihn dann wieder ranzuführen. Ja, Elmar Neumann, Westfalen, habe ich noch gesehen. Gibst du mal Mikro zurück? Bitte schön. Herr Baumgart, jetzt sieht es nach dem Erfurt-Spiel ja, dass aus Teilen der Mannschaft dass ein bisschen die Frische gefehlt habe. Welchen Eindruck hatten Sie jetzt zu Beginn der Trainingswoche?
zu Beginn der Trainingswoche war die Frische immer noch nicht da, aber ich glaube jetzt im Laufe der Zeit, deswegen haben wir gestern auch die zweite Einheit in eine theoretische Einheit umgewandelt, dass wir nicht mehr auf dem Platz waren, um den Jungs dann auch und mit Frische ganz klar zu bemerken, nicht die körperliche Frische, sondern die geistige Frische fehlt ein bisschen. So, und deswegen haben wir gestern auch nur einmal auf dem Platz trainiert und versuchen jetzt wirklich auch in dem mentalen Bereich weiterzuarbeiten. Das machen wir gut oder das machen die Jungs gut. Ich glaube auch heute schon in der Einheit, heute Morgen beim 11 gegen 11 war schon ein ganz anderes Tempo zu sehen als gestern noch im Training. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir am Freitag die nötige Frische haben, die wir dann auch brauchen, um gerade auch diese Überzahlsituation, vor die uns Meppen stellen kann, vor die wir aber auch Meppen stellen wollen, ja auch spielen zu können. Treffen am Freitag die drei Führenden in der Torjägerliste aufeinander. Benjamin Hirt von Meppen hat, glaube ich, 5 Tore. Sven Michel und Ben Zulinski jeweils 4. Bei Sven Michel und Benjamin Hirt, die als Stürmer gelten, konnte man das erwarten, dass Ben Zulinski nach 5 Spielen schon 4 Tore hat. Überrascht Sie selbst das auch ein bisschen? Ja, das ist ja, wie gesagt, was Ben natürlich auszeichnet, ist, dass er natürlich ein gutes Laufen in die Lücken hat. Ne? Dass er genau weiß, wo so ein Ball runterkommt und das ist am Ende einfach nicht zu lernen, sondern das muss man einfach haben. Ben hatte das eigentlich schon immer, dass er in diese Lücken, also dass er diese Lücken erkannt hat, auch gerade bei Standardsituationen weiß, wie er laufen soll. Das ist immer schwierig zu sagen, überraschend. Ich glaube, wenn du zu dem Zeitpunkt der Saison bei so vielen Spielen oder bei wenig Spielen, die gelaufen sind, die Anzahl an Toren hat, da freut man sich einfach als Trainer drüber. Für uns ist, glaube ich, viel wichtiger, dass wir da sehr breit aufgestellt sind. Das sind ja nicht nur die beiden, die jetzt vielleicht mit vorne sind, sondern es ist auch Dennis Rebeni, der da immer mehr zur Geltung kommt, auch als Assistgeber. Jimmy erarbeitet sich seine Torchancen immer mehr und entpuppt sich immer mehr zum Torjäger auch, das muss man auch sagen. Und da setzen wir einfach weiter an. Also ich glaube, bei uns ist der Vorteil, dass wir eine Breite haben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in dem Zusammenhang, dass wir dadurch natürlich schwer ausrechenbar sind. Ja, Thorsten Ecken, Radio Ruhrstedt, einmal bitte das Mikro hier in Reihe 1, bitte. Herr Baumgart, Sie haben nach dem Spiel gegen Groß Asbach ja gesagt, dass hoffentlich sich jeder ärgert, der nicht im Stadion war. Wir hatten da, glaube ich, irgendwie 5.700 Zuschauer. Jetzt sind es bis zu 9.500, die gegen Meppen am Freitagabend erwartet werden. Die Botschaft scheint angekommen zu sein. Na gut, die Botschaft kommt ja, war ja keine Botschaft, sondern es war einfach so, dass man sagt, wir wollen was auf dem Platz bieten. Und das tun die Jungs und es scheint ja so zu sein, dass es immer mehr Leute interessiert. Und ich glaube, dass das Spiel gegen Pauli ja auch seinen Beitrag dazu geleistet hat. Und da versuchen wir einfach weiter anzuknüpfen. Wir wissen, wie schwer das ist. Und wir wissen auch, dass es Momentaufnahmen sind. Das wiederholen wir auch immer wieder. Und von der war der Freude uns über jeden Zuschauer. Ja, der dann ins Stadion kommt, um auch ein gutes Spiel zu erwarten. Und das wollen wir dann natürlich auch liefern. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja, Frank, bitte. Hm? Ja, nicht zum Spiel direkt, sondern eher zum Westfalen-Pokal. Steht da jetzt ein Termin für das Beckum-Spiel, beziehungsweise wird es dann definitiv in der Länderspielpause sein? Also es gibt Überlegungen für einen Termin in der nächsten Woche, die sind aber noch nicht so konkret, dass sie vom Verband bestätigt worden sind. Und sobald wir den Termin haben, werden wir den auch veröffentlichen. Ja, ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann herzlichen Dank fürs Kommen und für die meisten bis Freitagabend.